Freunde, kurz zum Anfang, ich zeige euch erstmal die längsten Haare der Welt. Zumindest, ja, es sieht schlimm aus. Digga, guckt euch das an, Alter. Guck mal, wie lang das ist. Ich hatte noch nie so lange Seiten, Alter. Ich mach mal so zur Seite. So, guckt euch das an. Okay, Freunde, also, das ist echt. Und hier, ja, hier habe ich mal probiert, selbst das zu schneiden. Vielleicht blende ich den Clip noch ein, aber... Da fallen die ersten Haare. Hello, darkness, my old friend. I've got. Deswegen ist die eine Seite kurz, dass sie noch bescheuerter aus. Guck, die eine Seite ist etwas kürzer und die andere Seite ist lang. Und ich will nicht, wie es mir von hinten aussieht. Oh, oh. Digga. Alter. Okay, jetzt. Let's go mit dem eigentlichen Video. Und damit Molo de herzlich willkommen. Und jetzt damit Molo de herzlich willkommen zum Video. Freunde, ich habe gerade bei YouTube gesehen, die tun Dinge im Wasserkocher kochen, sozusagen. Also die können echte Gerichte sozusagen im Wasserkocher machen. Nicht im Topf, sondern halt im Wasserkocher alles machen. Und das machen wir jetzt einfach mal in der Video. Und Freunde, dazu muss ich jetzt erstmal rausgehen, den alten Wasserkocher holen, weil den haben wir noch im Schuppen. Und ja, ich suche den mal kurz im Schuppen. Weil ich glaube, wenn wir das, wenn ich das mit dem anderen mache, das ist, ja, belastend. So, wo haben wir den? Ah, hier steht er ja. Ja, der ist schon etwas älter. Aber der funktioniert noch. Ich werde dann wahrscheinlich, jetzt kommt sie wieder rein. Ich werde dann wahrscheinlich einfach die Klappe hier oben abmachen, weil die wahrscheinlich ziemlich nerven wird. Und ja, die werde ich dann einfach hier irgendwie aushängen. Das geht ja wahrscheinlich ziemlich einfach. Dann und dann, ja, das geht. Das Teil wieder drauf und fertig ist es. Scheiße, das fällt auseinander. Bepackt mit meinem Wasserkocher und ich gehe da noch mal rein. Schuhe hier hin und die Tür auf. So. Also es könnte sein, dass ich das morgen mache oder vielleicht mache ich das heute noch. Ja, also nicht wundern, falls ich vielleicht dann andere Sachen anhabe. Das liegt daran, weil ich das am nächsten Tag gemacht habe. Also Freunde, meine Haare sind wieder mal komplett geil. Nein, sind sie nicht. Also es ist jetzt der nächste Morgen. Wie man erkennen kann, ich habe ein anderes T-Shirt an, wo Fortnite draufsteht. Ja, und ich würde mal sagen, komm, wir machen jetzt gleich mal los. Wir machen uns jetzt erstmal einen Tee. Also, hier haben wir schon das gute Fidschi-Wasser. Das müssen wir jetzt aufschrauben und kluckern das direkt hier rein. So, und dann haben wir hier das Teil draufgestellt und machen das mal an. Und fängt direkt an zu schnöseln. Falls man jetzt mich nicht mehr so dort hören sollte, dann tut mir das schon mal leid. Aber ich tue vielleicht Untertitel mit reinmachen. Also, ganz schön unordentlich. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Kamille, vor dem letzter Wille. Komm, mach mal das hier, Alter. So, dann haben wir das gleich. Zack. So, den Beutel, den könnte man ja direkt hier reintun, oder? Ich habe nämlich so eine brutal, wirklich übelst geile Tasse. Aber wenn man jetzt den Tee reinmacht, ich muss trotzdem den Teebeutel noch rausholen. Oh, scheiße, der ist reingefallen. Oh, scheiße, das ist abgerissen. Okay. So. Wenn man das jetzt hier reinkippt, Digga, die ist kaputt. Dritter. Erster Balken. Zweiter. Dritter Balken.
der Bierdeparken, und das ja, okay, also ist schon geil, oder? Okay, da werden wir uns dann noch hier einfach nehmen und scheiße, ach, tue ich einfach mal Pixel. Und dann, ja, let's go. Ach so scheiße, bin ich dumm. Ich habe das gerade so schön voll gemacht und das habe ich immer in Fidschi-Flaschen angegeben. Und ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich bin so ein Dödel. Ja, machen wir einfach so weiter. So, Salz. Salz fehlt noch. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man da Salz reinmacht. Keine Ahnung. Komm, wir machen einfach ein bisschen Salz rein. Warte ich. So. So. Und jetzt machen wir das Teil einfach mal an. Ich glaube, es verreicht genug. Hör vom Verein. Ja, besonders gut. Knopf hoch. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen Zeitraffer hier. Okay, Freunde, also die Nudeln, die sind jetzt schon so fast fertig. Also die sind schon ziemlich weich. Also wir tun die jetzt erstmal ins Nudelsiebein und dann mal gucken, ob die genießbar sind. Okay, Freunde, ich glaube, das Zeug ist also Reis. Der ist jetzt fertig. Ja, Nö. Wir brauchen noch ein Sieb. Wir brauchen noch ein Sieb. Nehmen wir einfach mal das Plastikding hier. Dann stelle ich jetzt einfach mal hier rein. Tue ich das mal hier durch. Ah, der ganze restliche Reis ist noch hier drin. Hier sind noch alles voll. Digga, hier kam gerade was rausgeschossen. Ich glaube, der Wasserkocher ist jetzt im Arsch. Digga, was ist das? Das kam gerade hier rausgeschossen. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video. Der Wasserkocher ist zerstört. Also, es ist, glaube ich, nicht so krank. Also, es ist, glaube ich, nicht so intelligent, im Wasserkocher zu kochen. Und damit würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Das würde ich sagen, oder ein bisschen. Ciao!